Dann mach bitte ein Experiment und kauf dir eine riesige Wassermelone und iss sie den ganzen Tag. Du wirst merken, dass du jede Stunde lang wieder Hunger hast und am Ende des Tages völlig gestresst bist und eigentlich total unzufrieden bist, obwohl es ja so lecker ist. Fructose. Drei Gründe, wieso Früchte keine guten Energielieferanten sind. Damit wir gleich den Elefanten aus diesem Raum hier werfen, ich esse jeden Tag Früchte, aber nur bestimmte und nur eine bestimmte Menge. Ich möchte dir keine Lebensmittel wegnehmen, sondern ich möchte dir kostenlos helfen, deine Gesundheit zu optimieren und gegebenenfalls eine Lebensmittelsubstitution einzuleiten. Das heißt, Lebensmittel auszutauschen. Ja. So. Aber rein biologisch gesehen sind Früchte keine guten Energielieferanten und sättigen uns nicht nachhaltig. Das liegt an dem Fructosegehalt, denn wir können Fructose nur zu ca. 50% absorbieren, dazu gleich mehr, und es beeinflusst auch nicht unsere Hormone. Zunächst, wenn wir uns eine Frucht ansehen, dann sehen wir zum Beispiel hier den Apfel, ja, der hat ca. 14,4 Gramm Zucker. Davon sind 2,6 Gramm Glucose und 7,3 Gramm Fructose. Und der Rest ist in einem Molekül gespeichert, das nennt sich Saccharose. Ja? So, das ist zu gleichen Teilen aus Glucose wie auch Fructose aufgebaut. Das ist übrigens auch unser Haushaltszucker. Das heißt, der Apfel und die Birne und die Wassermelone zum Beispiel hier in der Abbildung haben das schlechteste Glucose-zu-Fructose-Verhältnis. Das ist schon entscheidend, ja. Dabei hat die Pflaume und die Aprikose hier zum Beispiel das beste Verhältnis, ja. Und wieso das so relevant ist, mehr Glucose zu haben als Fructose, erzähle ich euch jetzt gleich. Abgesehen davon, dass Glucose hilft, Fructose aufzunehmen, ja. Punkt 1. Es wird nur die Hälfte an Fructose aufgenommen, die wir essen. Fructose wird im Dünndarm absorbiert. An den Darmzellen, den Enterozyten, gibt es bestimmte Kanäle, die für die Aufnahme von Zucker gemacht sind. Diese heißen Glut. Für Fructose greift der Glut 5, es gibt aber auch noch weitere, 7, 9 und 11, würde jetzt hierbei zu weit führen. Da Zucker wasserlöslich ist und die Membranen von Zellen fettlöslich sind, kann der Zucker nicht einfach so hineingelangen. Daher gibt es diese Transporter. Es ist genau genommen ein passiver Transporter. Dem Körper oder dem Transporter ist es egal, ob Fructose aufgenommen wird oder halt eben nicht, ja? Weil die nicht lebensnotwendig ist für uns. Es lässt nur so viel Fructose in die Zelle, in die Darmzelle, bis in der Darmzelle die gleiche Konzentration ist wie im Darm. Denn dann erlischt das Konzentrationsgefälle. Das ist wie bei einem Staudamm. Das Wasser fließt nur so lange und kann Energie generieren dadurch, ja, oder Turbinen antreiben oder wie auch immer, wie auf der einen Seite mehr Wasser ist, wie als auf der anderen Seite. Das heißt, circa die Hälfte an Fructose wird in den Darm gelangen, ins Darmlumen weiterhin, in weiteren Dünndarm und Dickdarm, und wird dort osmotisch aktiv, ja, weil es ein Zuckermolekül ist, hat viele OH-Gruppen, bindet auch Wasser, bitte zu weit führen, und zieht Wasser mit sich, sodass einige davon auch Durchfall bekommen, ja. Vor allem, wenn man zu viel davon isst, ja. Das hatte ich zum Beispiel auch letztes Jahr, wo ich mir 2 Kilo Kirschen einverleibt habe. Das heißt, ein Teil wird dir nicht zur Energie bereitgestellt werden. Und das gilt nicht nur für die freie Fructose, sondern auch für das Saccharose-Molekül, die ja zu 50% aus Fructose besteht. Das heißt, aus diesem nimmst du nur ca. 75% auf. Ja, die Fructose, das Saccharose, also eine Energie quasi, ja, weil die Hälfte von der Fructose war und du nur die Hälfte der Fructose aufnimmst. Ja. Ungefähr, Glucose hilft ein bisschen, die Fructose aufzunehmen, würde jetzt aber hier zu weit führen. Ja. Glucose wird ähnlich aufgenommen, nur der Unterschied ist, dass wenn man kein Konzentrationsgefälle mehr hat oder es gibt, ja, Glucose über ein SGLT1-Symporter, ja, der 2 Natriumionen aufnimmt und ein Molekül Glucose quasi absorbiert, ja, oder weiterleitet, ja, hier überhaupt erst aufgenommen, ja. Daher als Fazit, Buchweizen oder besser noch in gekeimter Form und so weiter, ja, haben viel weniger bis gar keine Fructose und diese liefern dir tatsächlich den vollen Brennwert und eignen sich besser als Energielieferant. Daher konsumiere ich kein Obst mehr als einzelnen quasi Hauptenergielieferanten, sondern ergänze meine Nahrung mit Obst und lasse ihn nicht die Hauptnahrung sein. Der zweite Punkt ist noch entscheidender, denn Fructose interagiert nicht mit unserem Hormonsystem, wie Glucose es beispielsweise tut. Egal wie viel Fructose du isst, du wirst nie wirklich zufrieden sein oder satt sein. Das hat folgenden Grund: das Hormon Ghrelin mit H
ist übrigens appetitanregend. Ja? Das ist ein appetitanregendes Hormon und steuert damit auch unseren Stoffwechsel. Es wird durch Drüsen, Magen, Darm sezerniert. Ja? Also bei Nahrungskarenz wird davon besonders viel ausgesondert, weil wir sollen ja dann essen. Bei Nahrungsaufnahme wird dieses gehemmt. Ja? Fructose tut dies aber nicht, egal wie viel du davon isst. Das erklärt, wieso du ständig weiter Hunger hast. Es gibt noch einen weiteren Grund. Das Hormon Leptin, es wird von den Fettzellen, auch Adipozyten genannt, ja, abgesondert. Es ist unser Sättigungshormon. Und auch hier hast du richtig getippt, ja, Fructose reguliert dieses Hormon nicht, ja, wie Glucose es zum Beispiel tut. Oder andere Makromoleküle. Das heißt, du verspürst keine Sättigung in dem Maße, wie du es normalerweise tun würdest. Und es gibt noch ein drittes, und das ist das Insulin. Denn das sorgt ebenfalls dafür, dass Zucker in die Zellen gelangt. Ja, so. Nein, nicht ebenfalls, sondern es sorgt dafür, dass Zucker in die Zellen gelangt. Ja, so. Da Fructose dort ausgenommen ist, würde es damals für Diabetiker quasi empfohlen, mit aber leider verheerenden Folgen, denn Fructose ist der Hauptbestandteil bzw. der Hauptbaustein für Krebszellen, ja, noch vor anderen Makromolekülen, ja. Und Fructose verschlechtert noch weiter die Stoffwechselerkrankung bzw. auch Diabetes Typ 2. Das ist heute aber erst bekannt, ja. Wenn dein Ziel ist, Kalorien zu sparen, ist Fructose nur bedingt gut. Da nimmst du zwar weniger Kalorien auf im Körper, ja, aber dein Körper behandelt die Fructose so, als hätte er gar nichts gegessen, da die Hormone nicht wirklich beeinflusst werden und dich nicht satt machen können. Punkt Nummer 3. Fructose kommt heute in viel größeren Mengen vor, wie früher noch in den Früchten oder auch in Lebensmitteln. Einige Früchte erreichen über 20 Gramm Zucker mit geringerer Ballaststoffdichte. Oder viele denken auch, dass Fruchtsäfte etwas Gutes seien. Dazu habe ich bereits früher schon ein Video gemacht, das es eben gezeigt hat, dass Fruchtsäfte eben das Krebsrisiko steigern. Ja? Aber nicht Früchte selbst halt, ja. So. Und übrigens noch vor anderen Softgetränken sogar halt. Das ist echt krass, weil die Fructosekonzentration in isolierter Form tatsächlich so hoch ist, ja. Was ich damit sagen möchte, ist, bei sehr viel Fructose und Glucose in sehr kurzer Zeit, was immer wahrscheinlicher wird, denn die Früchte enthalten ja mittlerweile nicht mal mehr Kerne in Form von Ballaststoffen, ja. Sogar teilweise, wie gesagt, ne, das wird rausgezüchtet, ja. Kostet uns die Verstoffwechslung erstmal Energie, bevor wir welche aus Glucose und Fructose gewinnen können. Das hat folgenden Grund. In der Glykolyse, das ist der Vorgang, in der Zellen, also genau genommen im Zytoplasma, wo der Zucker abgebaut wird, ja, in 10 Schritten kennen wir zu Pyruvat, und dann später in die Kraftwerke der Zelle eingeschleust wird, ja, bei Acetyl-CoA, Alpha-Liponsäure, B1 ist wichtig, dann geht es in den Zitratzyklus, würde jetzt hier zu weit führen, ja. So. Und da, um da dann dementsprechend ATP zu generieren, den universellen Energieträger, genau 38 Stück davon, ja, pro ein Molekül Glucose. Ich möchte dies nicht zu biochemisch jetzt hier werden lassen, ja, aber Fructose wird ebenfalls isomerisiert, ja. So, in der Glykolyse wird Fructose, ja, über die Fructokinase, eine Ketohexokinase, ja, ein Enzym quasi, unter Verbrauch von ATP zu Fructose-1-Phosphat phosphoryliert. Was auffällt, verbraucht dieser Schritt erstmal Energie in Form von ATP, denn es wird ja eine Phosphatgruppe hier abgezogen vom ATP, um auf die Fructose quasi zu übertragen. Das bedeutet, in sehr großen Mengen, vor allem in konzentrierter Form, in sehr kurzer Zeit, kann erstmal ein Energietief quasi entstehen. Das Gleiche gilt auch für Glucose. Das heißt, je mehr Ballaststoffe und je langsamer dies zugeführt wird, desto weniger entsteht auch dieses Energietief. Dieses Energietief kann zu Stress führen, denn Cortisol wird dann quasi ausgeschüttet, auch Stresshormone. Dieses Cortisolhormon sorgt dafür, dass die Lipolyse eingeleitet wird, also Triglyceride gespalten werden und freie Fettsäuren entstehen, um das Energietief quasi damit auch zu überbrücken. Das aber dann eigentlich nur für sehr kurze Zeit da ist und künstlich erzeugt worden ist. Nach einiger Zeit hat man dann doppelt so viel Energie, ja, die man gewonnen hat aus der Glucose oder Fructose und die man gewonnen hat aus der Lipolyse, ja. So, und das führt dann im schlimmsten Fall zu weiteren Polstern, vor allen Dingen am Rumpf, die sich dort niederlassen wieder, ja, also Fettzellen. Das zeigen vor allen Dingen auch neueste wissenschaftliche Publikationen, dass tatsächlich jetzt angenommen wird, dass Fettzellen auch wandern können, gerade von den Extremitäten hin zum Rumpf.
Dazu kann ich aber nochmal ein separates Video machen. Also Fazit ist folgendes. Obst liefert uns Energie, aber weniger als andere Quellen. Ja, zunächst macht es uns nicht satt, da es keine Auswirkung auf unser Sättigungshormon hat. Und damit werden wir auch schnell wieder hungrig. Größere Mengen Fructose oder Glucose kostet dem Körper erstmal Energie, bevor wir welche daraus gewinnen können. Daher bietet sich zum Beispiel an, in Smoothies grüne Blätter zu addieren oder zu Obstmahlzeiten, Monomahlzeiten vielleicht noch irgendwas Grünes zu addieren, sowas wie Moringa-Presslinge, Algenpresslinge oder sowas in der Art halt, ja. Oder auch mit ganzen Nüssen aufwerten oder wie auch immer halt, ja. So. Um diesen Effekt quasi ein bisschen abzupuffern, ja. Das war's. Ich hoffe, du konntest wieder ein bisschen was lernen und vielleicht ein bisschen zu substituieren, ja. Und ich würde mich freuen, wenn du mich unterstützt, vor allen Dingen auch auf purazell.de für meine kostenlose Arbeit. Das ist meine einzige Einnahmequelle. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Abonniert sehr gerne, nur dann bekommst du auch Bescheid, wann ich dir wieder helfen kann, deine Gesundheit auf ein nächstes Level zu bringen. Wir sehen uns.